Ey, sag mal, die Leute vom Düsterdorf wollen wohl eher unter sich bleiben, oder was? Egal, wir müssen dem Professor Bescheid sagen. Leute, seid willkommen zurück zu Paper Mario. Aber ich glaube, ich guck noch mal ganz kurz in den Ordensshop rein. Roten. Nur um zu schauen, ob irgendwas Geiles Neues da ist. Immer so ein bisschen pro Kapitel, ne? Kann man nur mal gucken. Toadsworth wird eh nichts sagen. Über den lesen wir ja nur, dass er wohl ein bisschen verliebt ist in die Köchin. So, ey, wie sie immer noch hier ist. Und wir wissen noch zwischen alle, wer das ist, oder? Oh, Mann. So, das ist der BP-Segenorden. Angriffskraft sinkt um 1, aber seine Angriffe regenerieren BP. Hey, ist ja eine Champ-Brosche. Oh, das Aktionskommando wird schwerer auszuführen. Ey, der ist ja auch geil hier. Guck mal, der Eisschlaghammer. Ey, den nehme ich mal mit. Benötigt ein OP, um dem Orden Eisschlag anzulegen. Kostet 70 Münzen, Mann. Hast du Interesse? Jo. Her damit. Vielen Dank, Mann. Zugekniffenen Augen. So, dann haben wir hier noch den Schrumpfer wieder. Oh, der Schnarcher ist auch nicht schlecht. Hiermit schläfert Mario Gegner ein. Sie greifen nicht an. Das ist eigentlich auch richtig geiler Orden. Das ist alles richtig cool. Ja, der Glück gehabt für den Partner. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie nochmal findet. Ich glaube eigentlich eher nicht. Ja, komm, gib mal den Schnarcher her. Gib mal. Wegen Film habe ich halt Pech gehabt, ne? Man kann ja auch Orden später wieder verkaufen. Und an Geld mangelt es uns sowieso nicht. So, die Novizenbrosche. Ja, ist einfacher und schwerer auszuführen. Nochmal 140, nee. So, jetzt aber nochmal, weil ich es gerade gemeint habe, ich muss nochmal ein bisschen nach hier dem Tor gucken, ne? Bomba-Luigi hat unvermittelt auf seinen Platz als Champion verzichtet. Was für eine Verschwendung. Ah, es hat sogar richtig offiziell die Runde gemacht. Sudelecke. Bomba-Luigi ist der Größte, der könnte es sogar mit Dark Toadstar aufnehmen. Ein Bewunderer der Kampfkunst. Genau. Ist ja gerade bei dir überlegt, doch nochmal, wie hole ich mir bei dir irgendwas Geiles hier? Ah, nee, der ist ja viel zu teuer. Ein Jelly Royale, auch nicht schlecht, aber nee. So, jetzt nochmal ganz kurz zu unserer Ölinspektion oder Spekulation. Ob wir noch ein bisschen was rauskriegen. Wenn er immer noch einen Huni will, dann würde ich ihm diesmal sowieso noch ihn geben. So. Oh, Mario, da bist du ja wieder. Eines Tages möchte ich auf jeden Schlafeinschlag reich werden. Wenn ich Öl finde, wird sich dieser Traum erfüllen. Ich nehme bei Beteiligung an, ja, oder ich mach nochmal mit. Laien. Ah, vielen Dank. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde Öl finden. So, ich nehme noch mehr Beteiligung an. Nee, es reicht. Schade, aber da kann man wohl nichts machen. Ey, du hast jetzt 200 reingebuttert, ja? So, was ist denn das hier? Warte, weißt du... Da habe ich richtig gesehen, hier ist ein riesen Schiff angelegt. Habe ich aber Angst. Es gibt so viele seltsame Orte auf der Welt. Eine Stadt in den Wolken. So etwas gibt es. Da möchte ich mal hin. So, aber was ist denn hier für ein Schiff? Alter. Ja, aber... Passiert aber noch nichts, oder? Wer hat die angelegt? Dass das jetzt schon da steht? Weil ich weiß ja, wofür das eigentlich ist, ne? Das ist eigentlich für... Eigentlich für später. Komm, ich fahr einfach Schiff kapern. Ups. Düdüm, 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 düdüm. Weißt du irgendwie, wer hier angelegt hat? Weißt du irgendwas von... Früher wütete ein großer Pirat namens Cortez auf unseren Meeren. Noch heute wird über seine grausamen Taten berichtet. Ein legendärer Seeräuber. Ach, man, der hat da einfach nur... Der kann doch nichts. Ja, Leute, ne? Ihr merkt, es passieren Dinge. In Rohlingen. Auch mal so neben der Spur und mal da und da, ne? Eieiei. Aber das interessiert uns nicht. Kapus inzwischen überlegt, ob ich echt so ein bisschen den Verlauf dieses Let's Plays an das Original-Let's Play so ein bisschen anpasse. Weil ich immer noch dran denke, Mann, wann kümmern wir uns denn irgendwie um Aufträge und so ein bisschen mal abarbeiten, ne? Das habe ich halt damals auch zu gewissen Zeitpunkten gemacht. Na, vielleicht wird das alles ein bisschen parallel gemacht. So, Professor, wir haben leider, weiß ich nicht, wir dürfen nicht rein. Weißt du mal, wir waren an dieser Röhre nach Düsterdorf, aber die spuckt uns einfach wieder aus. Ich glaube, die ist kaputt. Was? Man kann nicht in die Röhre hinein? Dann weiß ich auch nicht weiter. Wie jetzt? Ah, Moment mal. Moment mal. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rohlingen soll jemand aus Düsterdorf wohnen. Was? Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war doch gleich sein Name? Genau, er heißt Finstus. Und er treibt sich meist in finsteren Ecken rum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe rumlungern sehen. Sucht also nach Finstus. Finstus, ey. Ja, oh Mann. Wer soll das denn jetzt sein? Leute, krass ist, hätte man schon die ganze Zeit hingehen können, Leute. Ne, guck mal, seht ihr das irgendwie an der Mauer? Ich hab's bewusst immer nicht gesagt. Leute, die Mauer... Ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Sie sieht fast aus wie eine optische Täuschung, weil sie es auch ist. Oder sagst du irgendwas dazu? Findest du es? Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Der treibt sich immer an so düsteren Orten herum. Vielleicht ist er ja hinter irgendeinem der Häuser. Also ich denke mal, man könnte doch jetzt einfach über die Dächer rüber gehen. Haben wir ja auch schon gesehen, wir haben hier mit dem kleinen E-Check die Möglichkeit, ja über die ganzen Dächer rüber zu wandern. Aber
Oder ich mach mal das hier. Alter, voll... Gut, diese optische Täuschung, ey, wie krass, oder? Heute habe ich wieder mit gezinkten Karten die Leute abgezockt. Aber einer ist mir auf die Schliche gekommen, also habe ich mich hier verkrochen. Sag bloß keinem, dass du mich hier gesehen hast. Ja. Und da ist er, Leute. Guck mal, der sieht doch aus, als ob er nicht nur düster wäre, sondern auch aus dem Düsterdorf kommt. Hallo, ich bin Finstus aus Düsterdorf. Was willst du denn von mir? Wir wollen auch mal eine kleine kulinarische Reise nach Düsterdorf machen. Wir kommen nicht rein. Was? Du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Oh je. Ganz einfach. Du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Mario hat doch kein Perso dabei. Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Juhu, Daumen hoch heiße ich. Daumen hoch, dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du denn? Imcheck. Toll, ja, was mit den anderen Partnern? Wie, das kitzelt. Was auch immer ihr in Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Hä, wieso? Gibt es irgendwelche komischen Sachen in Düsterdorf oder was? Was auch immer ihr wollt, ich wünsche euch viel Glück. Das werdet ihr echt nötig haben. So, finden wir noch was Cooles hier, was Verstecktes? Wir können noch eine Kakerlake zerquetschen. So für Money. So, das war das ganze Geheimnis, Leute. Ist das nicht verrückt? Au, schnell wieder ein Geheimnis gefunden. Doch. Ich glaube, der ist aber tatsächlich noch nicht da, wenn man diese Mauer früher hier so optische Täuschung früher wegmacht, dann ist der nämlich noch nicht da. Hey, einer vom Düsterdorf. Auch quasi eine neue Charakterfigur aus dem Mario-Universum. Ähnlich wie die Typen hier. Wo ich immer noch nicht weiß, was das soll. So, dann gehen wir ganz klassisch einfach, wir wissen ja, wo die Röhre ist, ist ja zum Glück wirklich nicht weit. Lass uns einfach hinfallen und jetzt, ja, kann Kapitel 4 starten. Gut. Auf Casino-Spielen habe ich jetzt nicht so Bock. Ich verfall doch so schnell der Sucht, Leute. So. Supi. Komm, Imcheck. Imcheggy-Weggy. Die anderen kann ich gar nicht benutzen. Die anderen haben gar nicht ihren Namen draufgeschrieben. Ach, haben sie bestimmt eh. Let's go. Ja, Kapitel 4. Die Glocke der Spukabtei. Boah. Ach, auch was ein sehr lustiges Kapitel, ey. Und es ist auch wirklich sehr düster. Düster Dorf. Ey, die geile Schattierung und so richtig komisch, so ein bisschen anderer Stil so. Oh Mann, ist das gruselig hier. Das ist also Düsterdorf? Oh. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Oh, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Ah, was soll das denn? Schlechter Zeitpunkt. Also, naja, oh nein, mir graut schon, wenn ich nur daran denke. Hä? Oh nein, schon wieder die Glocke. Wie entsetzlich, wen es wohl diesmal trifft. Hä, Glocke? Was? Oink, oink. Oh mein Gott! Alter, voll... Hey, aber was war das denn? Oh, diesmal ist Freddy erwischt. Freddy? Wer bist denn du? Ich bin der Dorfvorsteher. Und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen. Dort können wir in Ruhe reden. Oh, die stimmige Mucke, ey. Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen. Aber leider... Knickkopf? Wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Hä? Wie jetzt, wa? Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Ganz merkwürdig in 3D. All deine Lieben werden plötzlich zu Wildsäuen. Und du weißt nie, wann es sich selbst treffen wird.
Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Deswegen reden wir auch alle so komisch. Aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Auf keinen Fall! Wir müssen zuerst etwas finden. Kannst du uns vielleicht irgendwas über das Sternjuwel sagen? Das Sternjuwel? Ich weiß nichts Genaues, aber in der Spukabtei. Ich hab mal gehört, dass die dort irgendeinen roten sternförmigen Stein anbeten. Hat auch noch eine Sekte da drüben? Bingo! Das muss unser Sternjuwel sein! Ihr wollt doch nicht etwa... Wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Oh, was für eine Kühne! Ja, wir müssen. Alles klar, Dankeschön für die Hinweise, Herr Dorfvorsteher. Ich? Nein, ich kann nicht weg. Ich habe Familie hier, Freunde. Ja, wo sind die denn? Auch wenn die meisten von ihnen jetzt Schweine sind. Und ich bin hier geboren. Ich kann das Dorf in dieser Situation nicht verlassen. Okay, wenn ich ehrlich bin, meine Familie und meine Freunde waren schon vorher ganz schöne Ferkel, aber was soll's? Hey! Ja, richtig krass, einfach man. Hey, du bist noch okay? Wie sich das wohl anfühlt, ein Schwein zu sein. Oder ob man einfach gar nichts mehr fühlt. Ach, ich mag nicht mehr daran denken. Oh, weil die... einfach zu Schweine. Oh Mann, die armen Viecher. Wenn ihr guckt mal ein bisschen in den Häusern hier oben. Alter, reden? Einfach mit den Krähen reden. Wo sind wir denn jetzt? Ja, aber hier kann man nicht so ein bisschen hier rumrascheln? Irgendwie in den Büschen? Alter, tatsächlich. Alles voll rascheln. Oh, eine Feuerblume. So geil. Decken wir uns mal ein bisschen hier ein. Yeah, hier ein Sternspinner. Geil, Mann. Ups. Die Musik hat mir damals auch schon gefallen. War richtig, so ein richtiger Halloween-Ort. Irgendwie ist die gruselig und die schönen Farben. So diese Orange und ja, Violette so ein bisschen. Das sind ja auch so ein bisschen die Halloween-Farben. So, was haben wir hier? Oh, hier ist auch noch einer nicht verwandelt worden. Hallöchen, schön eingerichtete Bude haben sie hier. Diese Dunkelheit hier macht einen irgendwie depressiv. Das ist eigentlich egal, ob man ein Schwein ist oder nicht. Ja, euch fehlt Vitamin D. Ihr müsst mal raus in die Sonne. Oh, Mann, ey. Wie sind Knoblauch hier dran oder was? Haben die nur Angst vor Vampiren? Bitte keine Vampire. Oh, hier könnten wir uns ein bisschen ausruhen. Aber eigentlich will ich gar nicht pennen. Ich will bloß mal die Wohnung hier, die sieht so schick eingerichtet aus. Hallo. Willkommen im Hotel. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 10 Münzen wenig pennen? Ey, Hotelgutschein nutzen. Nö. Oh, na komm vorbei, wann immer du erschöpft bist. Und weil ich mal ein bisschen Geld brauche. So, okay, dann, ja, gehen wir mal weiter. Das Dorf wird ja wohl noch ein bisschen größer sein. Oh mein Gott, du brauchst die 3 Schweine sogar. Michael. Oh, Grundschrei. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, das sind die 3 Toddamen, die immer an allen Orten hin und her reisen. Oh mein Gott, es trifft also wirklich nicht nur Leute, die hier im Düsterdorf heimisch sind, sondern einfach jeden. Der Mond ist das einzig Verlässliche in diesem Dorf, deshalb bete ich zu ihm. Oh Mond, lass mich kein Schwein werden. Ich esse auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr, ich lebe fortan nur noch koscher. Oh, das ist ja, guck, ob das funktioniert, ne? Oh, guck mal, eine Familie mit Kindern. Hier, was ist denn hier los? Mama, hab Hunger, will essen. Oh, gibt's kein Essen? Oh, seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt es nichts mehr zu essen. Nicht mal für die Kinder habe ich etwas. Was sollen wir nur tun? Oh, Mama, ich hab Hunger, ich will was fratzen, Mann. Scheiße, ach, Reisender. Wenn du etwas zu essen hast, würdest du es mit uns teilen? Ja, klar. Hab ich irgendwas dabei? Oh, ich hab einen Pilz. Oder eine Supersoda. Ich hoffe, die essen hier Pilze. Oder einen Tropfpilz. Ich geb ihm mal einen Tropfpilz, okay. Oder einen normaler Pilz, der ist doch cool. Hier, guck mal, schön lecker Pilzsuppe. Oh, vielen Dank. Die Kinder werden sich freuen. Zum Dank nimm diese Kleinigkeit. Oh, ein Sternwind. Sternschnuppenhagel gegen alle Gegner. Angriffskraft 6. Also einfach ein besserer Erdbebenwummer. Ach, Reisender. Woher kommst du eigentlich? Oh nein! Nein! Ah! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, die Mutter! Die Mutter ist jetzt eine richtige Sau! Bitte mach, dass unsere Mutter wieder normal wird! Scheiße, das wollte ich jetzt aber nicht! Unsere Mutter ist zum Schwein geworden! So. Ach so, ein Schwein! Schmeckt das eigentlich? Oder ich glaube, wir sollten uns wirklich ganz doll beeilen. Wir müssen uns ganz doll beeilen. Nicht, dass die Kinder auf komische Ideen kommen. Mann!
Der Ladenbesitzer ist also ein Schwein? Boah, ey, wie schick das hier aussieht. Ey, guck mal, vor allem, dass auch der Laden so ein bisschen dunklere Blume als Bild hat. Ein bisschen angepasst hier alles, ne, im Stil. Ey, warte, wer heult denn da? Leute, wer heult denn hier im Laden? Oh mein Gott, der Ladenbesitzer ist wirklich eine Sau. Ja, das tut mir leid, Ma'am. Oh, ein Kunde. Er liegt im Laden, aber überall Knoblauch. Entschuldige, wir haben heute geschlossen. Ja, aber, wie bitte? Ihr wollt wissen, warum? Mein Mann ist zum Schwein geworden. Aber er war schon immer ganz schön borstig. Zum Schwein. Gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Wer ist er denn also, Jani? Im Streit sagte ich mal, er könne von mir aus ein Schwein werden. Aber dass er wirklich ein Schwein wird. Er konnte auch nett sein. Er hatte auch seine positiven Stunden. Oh Gott, neulich kam er so ein Grupp. Oh mein Gott, das ist viel zu schnell. Er war so männlich. Oh, du hast schon mal Geld. Und oh mein Gott, oh, die Unterhosen immer bei. Was steht da? Was stehst du denn nicht, Mann? Ich liebe ihn doch. Alle voll eingeschlafen. Mario versteht von all dem nichts. Hörst du mir eigentlich zu? Der ging jetzt viel zu schnell. Zum Glück haben wir das aufgenommen und das ist ein Let's Play, da kann man schön immer stoppen, was die da lustig jetzt sagt. Oh, sorry. Oh, kannst du ihn nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich versuch's ja schon. Ich würde alles tun, um dir dabei zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Was, echt? In unserem Lager frei bedienen? Okay, geil. Ma'am, ist aber abgeschlossen. Was? Die Tür ist verschlossen? Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren. Mein Mann ist echt ein Trottel. Okay. Die arme Frau. Was hast du? Also, ich denke, wenn schon ein Schwein, dann ein richtig großes. So ein kleines Ding ist doch kein echtes Schwein, oder? Weil die alle schon versuchen, sich damit den Gedanken anzufreunden. Das gibt's doch nicht. Ich bin Schriftsteller. Ich pflege jeden Tag eine Menge Bücher zu lesen. Ich frage mich nur eins, ob man wohl als Schwein noch lesen kann? Na, wissen wir, wie die Gehirnkapazität denn nachlässt? So, Uwe, der lässt uns hier gar nicht raus. Vielleicht müssen wir erstmal mit ihm fragen. Was ist das denn hier für eine Röhre? Hä? Einfach mal win! Hey! Die Röhre scheint nicht zu funktionieren. Da muss wohl ein Klempner ran. Toll, siehst du. Ich glaube, das ist sogar eine. Das war, glaube ich, sogar eine coole Abkürzungsröhre. Die ist aber im Original nicht gab. Ich weiß es nicht. So. Ey, wir müssen hier durch. Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr trotzdem gehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Was denn sonst noch? Egal, gehen wir zurück zum Dorfvorsteher. Den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Oh nein, hey Bomber, die Glocke. Da hat es bestimmt schon wieder einen erwischt. Oink, oink, oink. Keine Panik, hab nur Spaß gemacht. Hey, du Witzbold. Oh Scheiße, ich ahne Schlimmes. Es wird doch jetzt wohl nicht. Oh doch. Mann, bitte nicht. Es hat jetzt nicht. Mann, warum? Mann, Scheiße. Oh, dieses Schwein ist doch wohl nicht der Dorfvorsteher. Ja, und jetzt? So kann er uns wohl kaum die Genehmigung geben, das Tor zu passieren. Tja, da haben wir jetzt ein Problem. Wir sind so am Arsch, ey. Mann. Tja, vielleicht können wir ganz nett fragen und überreden, ob er es doch durchlässt. Weil wir einfach so nett sind. Ne? Kann doch sein. Und nicht schon wieder. Löst sich das Problem etwa von alleine auf. Ja. Hey, der Wächter ist weg. Oder ist er etwa auch ein kleines Schwein geworden? Da kann es nur recht sein. Also los, gehen wir einfach. Jo. Das ist Glück im Unglück. Okay, Leute, raus aus diesem Düsterdorf. Wahnsinn, ey. Das ist ja wohl. Was ist das hier? Aufmachen. Fetter Stein davor, ob Warner den wegpusten kann. Ah, den muss ich schieben. Guck mal. Boah! Und jetzt gibt's hier drinne einen Schlüssel! Ein schwarzer Schlüssel eröffnet eine schwarze Truhe. Oh, okay. Oh. Hier ist sogar noch ein bisschen Money drinne. Ein bisschen Money. Eröffnet eine schwarze Truhe? Oh, nicht schon wieder eine schwarze Truhe, Leute. Meine kennen wir doch auch schon. Das gibt's doch nicht. Ist nix. Oh, nix drinne. Und da rascheln irgendwie ein Sternsplitter. Nö, pff, Alter, der Mond. Richtig bedrohlich und gruselig.
Oh Gott, neue Gegnerarten. Das heißt, Gumbrina, komm mal raus. So, das waren jetzt leider auch schon sehr, sehr starke Gumbas. Boots! Yeah! Erster Angriff war voll reif. Yeah! Wow! Wir sind ja auch schon so schön stark, ey. So könnte sein, dass wir echt gleich wieder ein Level-Up dadurch kriegen, ey. Ich mach mal Stampfattacke. Sicher, sicher! Yeah! Oh, down! Oh, nur zwei Erfahrungspunkte. Okay. Ein Hyper-Gumba. Oder Hyper-Gumba? Cool. Das ist ein Hyper-Gumba. Das sind also hyperstarke Gumbas. 8 KP, Angriffskraft 2. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Aber haben 0 Verteidigung. Du solltest sie schnell erledigen, bevor es so weit kommt. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Ach, die können doch nix. Oder boostet das sich gleich mal. Plus 6. Erhöhte Angriffskraft durch Church. Ja, boostet euch doch beide. Boostet euch da einfach beide. Vielleicht muss ich den Schlaforden anlegen, Leute. Den Schlafschaforden. Okay, warte, wir machen ja beide zusammen. Yeah. Schön 4 Schaden. Also müssen wir bloß einen Angriff wegstecken. Das macht doch nichts. Wow. Voll wenig Erfahrungspunkte. Leider. Oh, jetzt kommt er. Er kommt. Alter. Abgeblockt. Bups, yeah, bups. Ja, hum. Okay, Leute, beim nächsten Mal, ja, gehen wir zur Spukabtei, um dem Fluch mal ein bisschen, ja, auf die Schliche zu kommen und hier alles einfach liegen. Wir müssen den Leuten helfen. Das geht doch anders nicht. Ich glaube, ich würde doch hier wieder doch schön jeden Kampf mitnehmen. Der nächste Level Up winkt. Oh, und ein Pilz. So, alles klar, Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Part von Paper Mario ist noch was hinter und die Legende von Mio und Thor. Ciao, ciao!